Ja, guten Abend. Ganz herzlich willkommen in der Baumusterzentrale zu unserer Sonderausstellung Einblicke Klangwelten. Das Gerät hier, das ist ein Trittschallhammerwerk. Das ist ein Gerät, wo man Trittschall eben misst, Körperschall. Also man misst ihn, erzeugt ihn und dann misst man ihn. Das ist auch etwas, was Kurt Eckenschwieler, er ist der arbeitet bei der Empire, ist Akustiker und er wird in knapp 2 Wochen hier sein, zusammen mit Andres Bosshardt, dem Klangkünstler. Beide beschäftigen sich in ihrer Arbeit zu Qualität, akustischer Qualität von Räumen, sowohl innen wie auch außen. Und eben Kurt Eckenschwieler ist Wissenschaftler, also er stützt sich auf wissenschaftliche, empirische Daten. Andres Bosshardt hat einen anderen Zugang als Musiker und Künstler. Und an diesem Abend wird dann das Thema, eben das Zwiegespräch zwischen den zwei Referenten sein. Das ist am Mittwoch, am 13. Dezember, ausnahmsweise am Mittwochabend, unser zweiter Anlass in unserer Reihe zu dieser Akustikausstellung. Alle gute Dinge sind 3. Am 8. März dann werden wir noch Mareike Neumann, sie ist Partnerin Architektin bei Enzmann Fischer, hier zu Gast haben. Sie wird zusammen mit Martin Lachmann, dem Akustiker von Applied Acoustic, das Projekt der Musikhochschule Luzern vorstellen. Das sind die drei. Nein, das sind die 2 nächsten Anlässe zu dieser Ausstellung. Heute eben der Eröffnungsabend, die Eröffnungsveranstaltung zum Projekt der Tonhalle Maag. Dazu dürfen wir Harald Exle begrüßen von Spielmann Exle Architekten und auch Michael Wahl, ich stehe jetzt da ein bisschen davor. Er ist Akustiker von Müller BBM, dem Akustikbüro aus München, er ist Projektleiter gewesen für das Projekt der Tonhalle Maag. Und ja, Harald Exle als Architekt natürlich prädestiniert für dieses Projekt mit dem Freitag Tower, schon fast ein Denkmal im Kreis in Zürich-West gebaut. Das Büro hat auch Erfahrungen in temporären Bauten wie den Pavillon in Sochi, den Olympia-Pavillon, den wir auch mal hier gezeigt haben in der Baumusterzentrale. Er wird uns im ersten Teil das Projekt der Tonhalle, das architektonische Projekt der Tonhalle Maag vorstellen, aber eben ein Konzertsaal, eine akustisch herausfordernde Aufgabe muss man in Zusammenarbeit mit einem Akustiker lösen und in diesem Fall mit einem sehr renommierten Akustikbüro, eben erste Wahl, Herr Wahl, wurde das gemacht, eben wenn Akustik gut gelöst ist, dann ist es eben auch Gestaltung. Ich denke, das werden wir heute Abend erfahren und sehen. Dann auch noch von Müller BBM, da ist der Herr Müller selbst ist hier, Herr Karl-Heinz Müller, ein famoser, international bekannter Akustiker, er steckt hinter dem Büro Müller BBM. Er wird dann im Anschluss an die Referate wird er auch noch hier sein und kann auch noch gewisse Fragen beantworten. Bevor ich jetzt dann an die Referenten übergebe, darf ich mich noch bei den ausstellenden Firmen, bei den Sponsoren bedanken. Ich denke, wir haben heute eine einmalige Chance, hier in der Baumusterzentrale so eine Dichte an akustischen Materialien und Systemen zeigen zu können auf engstem Raum. Das Who is Who der Akustikbranche ist heute hier mit ihren Produkten, teilweise auch selbst vor Ort. Ich kann Ihnen nicht alle Firmen jetzt vorstellen und sagen, was sie machen. Dazu haben Sie danach, nach dem Vortrag beim Abo, haben Sie dann Gelegenheit, die Muster und die Sachen anzuschauen und in Kontakt zu treten mit den Vertretern der jeweiligen Firmen. Einfach ganz kurz ein spezielles Dankeschön an die Hauptsponsoren, die diesen
Anlass diese Reihe unterstützen. Das wären Echo Jazz, Sven Erni, er steckt hinter, da vorne ist er, und er steckt hinter all diesen tollen Deckensegeln. Das sind drei an der Zahl, Sie müssen auch ein bisschen nach oben schauen. Heute, es ist nicht nur auf den Tischen und den Korpussen, sondern auch an der Decke oder zum Beispiel hinten an der Wand hat Sachen. Vielen Dank, Sven. Dann, Sven arbeitet auch mit der Firma KST zusammen, die machen diese cleveren Kühlelemente, die da in diesem Deckenelement da oben verbaut sind oder auch eben da drüben auf dem Korpus mit der Firma Tech Metall, die diesen Anlass auch unterstützen. Röbi Blarer, immer wieder ein, ich sehe ihn gar nicht, da hinten, genau, Röbi Blarer, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung von der Firma Tech Metall. Und last but not least die Firma Schöck. Sie sind die einzigen Vertreter, die hier mit Produkten im Bereich Körperschall- und Trittschalldämmung. Hier sind auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Bauen. Frau Bachmann ist hier und hat in letzter Moment noch dieses interessante Mockup geliefert, das da im Zwischenraum steht. Das können Sie nachher anschauen, und das wäre es von mir. Ich darf an Harald Exler übergeben zuerst. Oder so. Ich begrüße Sie im Namen von Spielmann Ex-Architekten. Mich hat die Grippe erwischt, aber Sie werden sich an diesen Zwischenton, die Tonalität gewöhnen. Normalerweise habe ich ein bisschen eine andere Stimme. Ist ein bisschen tief heute, aber soll auch so gehen. Gut, bei uns geht es heute dann vor allem um Reflexion der Oberflächen. Ich sehe überall diese absorbierenden Flächen, wir haben auch absorbierende Flächen, aber hauptsächlich ging es um Reflexion. Also knallhart, schallhart. Und wir haben von den Materialien hier unsere ganz einfachen Materialien, die wir verwenden konnten, da. Einfachstes Fichtenholz, einfachste Bodenplatten, Parkettplatten und einfachste Deckenpaneele gekrümmt. Alles auf einfachsten Materialien. Aber Sie können es nachher anschauen, es ist nichts Spezielles. Es fällt total ab, was da ist, gegenüber dem, was da ist. Es ist im Großen eben verbaut und wirkt als Ganzes im Großen. Gut, das Projektteam, der Tonhalle Mark, zuerst natürlich die Bauerschaft, die Tonhalle-Gesellschaft Zürich, hat Großes geleistet, hat große finanzielle Zuwendungen erhalten und setzt die eigentlich so ein. Die Stadt Zürich hat den Ganzen eigentlich nur 1,65 Millionen bezahlt. Und wir müssen haushalterisch mit dem Geld umgehen. Im Architektur Spielmann Exle, das bin nicht ich. Annette Spielmann ist da, Katrin Zumbrunnen ist da, die Projektleiterin. Und Isa Ausser, sie ist aber auch da. Danke vielmals, die haben wirklich daran gearbeitet. Dann eben Raumakustik, muss ich nicht vorstellen, kommt danach. Das Baumanagement in der ganz kurzen Zeit, Martin Hübscher hat das umgesetzt, er ist ehemals ein Nüssli-Mensch, hat Nüssli groß gemacht, wer Nüssli kennt, weiß das. Bootsbauingenieur Pirmin Jung ist auch bekannt. Dann Traumklima ist so wichtig wie das akustische Klima. Thieme-Klima aus Zürich. Matthias Thieme, dann Elektroplan Wolf Elektro. Wir haben enorme Mengen an Elektrokabel verbaut. Dann die Lichtplanung Kaduff und Stocker aus Zürich. Und die Bühnentechnik, nicht zu unterschätzen, Steno Engineering, der Benno Kählin aus Stanz. Das Timing, wie gesagt, wir haben mit dem Vorprojekt begonnen im Februar 2015, dann von April bis August 2015 hat das Ganze für uns aber ganz rasant begonnen, weil wir hatten gleichzeitig für die Swiss Prime, also Swiss Prime Immobilien, SPS Immobilien, haben wir eigentlich die Gebäudehülle ertüchtigt vom ganzen Block, Eventblock Mark. Das ist die Mark Music Hall, die Mark Event Hall damals. Und der Grundeigentümer hat ganz nah daran Wohnungen gebaut. Und die mussten geschützt werden. Und in dem Sommer 2015
wurde das Ganze ertüchtigt. Das Dach wurde mit sehr viel Steinwolle und Kies neu bebaut. Und in dem Zusammenhang wollten wir die ganzen Vorinvestitionen für die Tonhalle integrieren. Das heißt, wir mussten sehr schnell aus dem Vorprojekt heraus agieren und Parameter festlegen, die nachher gegeben waren für den ganzen Einbau. Das sehen wir nachher später dazu, mehr Details. Dann das Baugesuch, da steht September 16, das war September 15, mein Fehler. Und dann im Juni die Erfolgsabstimmung mit 72% Ja in der Stadt Zürich für die Tonhalle am See und der ganz kleine Teil für die Tonhalle Mark. Dann, wir hatten effektiv Baustart dann im Januar 17 und im Juli 17 kam Müller-Bebem fest für die ersten Tests, das war gegeben und dann war Eröffnung im September 17 und das hat stattgefunden. Gut, vorweg, in der Einladung stehen, wir hätten 2,5 Millionen schräg gebohrte Löcher, das stimmt nicht. Es sind 2.530.230 und es steht drin, der Bau hätte 11 Millionen gekostet, das stimmt auch nicht, weil umgelegt pro Loch sind das 4 Franken, jetzt können Sie selber rechnen. Gut. Also, die Ausweiskriterien für eine Auswahlspielstätte, das ist, ich knipse, gut. Also auch ein herzliches Grüß Gott aus unserer Sicht, von Herrn Müller und von mir. Was waren die Auswahlkriterien für eine Auswahlspielstätte primär? Bitte weiter. Waren das natürlich, wie kann ich die Auswahlspielstätte öffentlich und privat erreichen? Wie kann ich im Prinzip ein Gebäude über mindestens 3 Jahre anmieten? Und habe ich auch in der Auswahlspielstätte genügend Platz für einen Konzertsaal und für die ganzen Verwaltung und Nebenräume? Weiter. Das führte dann zum Markareal im ja, doch relativ entfernten See, wo wir von der Tonhalle etwas entfernt liegen. Aber, bitte die nächste Folie, was waren denn die akustischen Anforderungen an so eine Auswahlspielstätte? Für eine Auswahlspielstätte war ganz klar, wir brauchen ein ausreichend großes Raumvolumen für den Konzertsaal. Wir brauchen gute Raumproportionen und wir brauchen auch genügend günstige Platzverhältnisse für ein Podium. Sie sehen, im Zusammenwirken dieser ganzen Anforderungen ist es sicherlich nicht einfach, im Raum Zürich ein entsprechendes Gebäude oder Halle zu finden, was genau diesen Ansprüchen genügt. Bitte nächste Folie. Aber wir haben dann die Mark-Tonhalle näher untersucht. Und ich muss jetzt ganz kurz auf die Referenz der Tonhalle in Zürich zurückblenden, weil das ist ja eigentlich unser Saal, für den wir eine Auswahlspielstätte suchen. Sie sehen den Saal vom Balkon hinten auf das Podium und jetzt umgekehrt einen Blick vom Podium in den Saal. Das ist ja unsere Referenz. Für den Saal suchen wir eine Auswahlspielstätte. Bitte weiter. Im nächsten Bild sehen Sie einen Längsschnitt durch die Tonhalle. Die wichtige Kennziffer, die Sie sehen, ist das raumakustisch wirksame Volumen von etwa 10.500 Kubikmeter. Das galt es dann wieder herzustellen. Im nächsten Schnitt sehen Sie die Tonhalle, wie sie als Referenz in Blau dargestellt ist, im Vergleich zu dem Industriegebäude in den Tonhallen Mark. Und da sehen Sie schon ein entscheidendes Kriterium, dass die Raumhöhe fehlt. Die nächste Folie. Das heißt, wir haben im Endeffekt die öffentliche Erschließung war relativ gut. Wir haben eine 3-Jahres-Miete vereinbaren können. Es war ausreichend Platz für das Orchester, für Nebenräume und Verwaltung. Wir hatten gute Raumproportionen für den Konzertsaal. Allerdings, was fehlt, ist das Raumvolumen und die Raumhöhe. Da kam uns dann zu Pass, dass man die Decke anheben oder das Dach anheben konnte, wie der Herr Exle gerade schon erwähnt hat. So haben wir wenigstens noch 2 Meter gewinnen können. Sie sehen, den grau schraffierten Bereich war die Industriehalle vor dem Anheben der Dachkonstruktion und der rote Umriss zeigt im Endeffekt die angehobene Dachkonstruktion, das Raumvolumen. Jetzt können wir den Vergleich auch zur Tonhalle machen, in grün dargestellt im Querschnitt das Tonhallenraumvolumen mit etwa
10.500, bei dem Modell jetzt 11.000 Kubikmeter und die angehobene Dachkonstruktion der Tonhalle Mark mit den etwa 8.300 Kubikmeter. Also es fehlen uns rund und roh 2.500 bis 3.000 Kubikmeter an Raumvolumen. Das Ganze noch im Längsschnitt zu sehen, da sieht man, die Dachkonstruktion hätte uns noch gut getan, wenn man sie noch mal 2 bis 3 Meter hätte anheben können. Bitte weiter. Ja, jetzt übernehme ich wieder. Die Tonhalle Mark ist in Zürich West. Eben, das ist ein bisschen unser Gebiet. Es hat sich entwickelt, das ist wirklich, da geht die Post manchmal ab, nicht mehr ganz so fest wie früher. Es ist recht etabliert mit den ganzen Neubauten. Es hat immer noch sehr viel Verkehr, aber es hat Gott sei Dank noch ein paar Altbauten und Gott sei Dank noch viel Kultur. Der Schiffbau als auch Ausweichspielstätte quasi von Pfauen. Hier mittendrin ist die Tonhalle Mark wirklich super erreichbar mit dem öffentlichen Verkehr. Also die Leute sind schneller von Küsnacht in der Tonhalle Mark wie an der Tonhalle am See. Mit dem ÖV natürlich. Und sie treffen an, eigentlich ein gutes, schönes, denkmalgeschütztes Gebäude als erstes und dahinter dann der Konzertsaal. Das Mark-Areal selber ganz kurz, man sieht hier eine Luftaufnahme vor 2008. Der Prime Tower ist noch ausgesteckt in der vollen Höhe. Man sieht eigentlich, die ganze Industrie ist noch da. Es ist schon umgenutzt, zwischengenutzt durch Ateliers, aber auch schon die Mark Music und Eventhall ist da. Dann gehen wir ganz weit zurück, weil das Mark-Areal ist wirklich was Tolles. Und man sieht hier Kriegsmobilmachung im Mark-Areal oder dann diese wunderschönen 50er-Jahr-Bauten, die Gott sei Dank unter Denkmalschutz sind und entgegen Zürich Nord, lässt man die stehen im Westen, da hat man gelernt. Und man schafft Identität hier. Das heutige Konzertfoyer, die ehemalige Härterei, wo wirklich die Zahnräder gehärtet wurden, oder die Büros, Administration der Tonhalle Mark heute, früher wurde hier wirklich wurden Lehrlinge ausgebildet und es wurde hart gearbeitet. Das ist eine Aufnahme von dem Gebäude J von 1968, das ist angebaut an das Gebäude K. Dieser Gebäudeteil ist nicht unter Schutz und der wird vermutlich in ein paar Jahren dann auch weiterentwickelt, abgerissen. Da drin sind heute die Mark Music Hall im vorderen Bereich, in den vorderen 3 Schiffen und in den hinteren 2 Schiffen dann die Tonhalle Mark. Das sind wirklich diese Zwischennutzungen, hier nochmals das Bild. Die Mark Event Hall war zugelassen für 3.000 Leute, für Konzerte, Rockkonzerte, eben bis die Nachbarn gewechselt haben, die Wohnungen so nahe gekommen sind. Auch hier die Disco in der alten Härterei, wo dann wirklich notfallmäßig, man hat das in den Zeitungen gelesen, aus Schallproblemen wirklich geschlossen werden musste, man musste sie dann verlegen. Gott sei Dank ist die Disco weg, weil der Raum ist, kann man so wieder erleben. Gut, es wird eben entwickelt, das Mark-Areal, hier der Prime Tower, vorne wird noch abgerissen, das ist alles schon passiert. Es bleibt nur noch eigentlich der Eventblock Mark, wo alt ist, hier. Und wie der sich jetzt entwickelt, das werden wir sehen in 3 Jahren. Hier ein Bild von 1950 und so sieht es heute aus. Es ist wirklich alles erhalten und es ist auch unter Schutz. Gut, jetzt gehen wir schnell das Raumprogramm, das wir erhalten haben, 2015. Ein Konzertsaal, mindestens für 1.200 bis 1.300 Personen. Er sollte multifunktional sein, also nicht wie die Tonhalle am See. Es soll mehr können, es soll mehr drin stattfinden können. Es muss die große mobile Bühne rein. Es ist ein Konzertfeuer dazu, wo auch parallel anders benutzt werden kann. Natürlich Zuschauergarderobe und Tagesgasse für alle Besucher. Backstage vergisst man immer,
ein solcher Saal hat sehr, sehr, sehr viele Nebenräume. Es braucht Garderobenplätze für Damen und Herren, für das Orchester. Es braucht Einspielzimmer, Chorprobenraum für über 100 Personen, der heutige Klangraum. Ein Konzertmeisterzimmer, Dirigentenzimmer, Cafeteria, alles Mögliche. Plus ein riesiges Instrumentenlager im Untergrund, klimatisiert, dass die teuren Instrumente nicht kaputt gehen. Es hat einen Empfang für die Administration, Büros, Dreierbüros, Arbeitsplätze, Sitzungszimmer, Materiallager, Notenbibliothek ist wichtig, der Serverraum. Gut, das ist dieser Eventblock im vorderen Bereich, die Mark Music Hall, und im hinteren Bereich hier eigentlich die Tonhalle Mark. Die Tonhalle-Gesellschaft hat hier von der Mark Music and Arts in Untermiete das Ganze für 3 Jahre gemietet und hat es selbst ausgebaut. In den Obergeschossen vom Gebäude K hat die Tonhalle-Gesellschaft direkt von der Swiss Prime Site Immobilien gemietet und ist hier eigentlich direkter Mieter. Nun, im Erdgeschoss, man kommt rein in die Zuschauergarderobe, Kasse, geht rüber in das Konzertfoyer, dann in einen Umraum, wer da schon da war. Der Umraum geht eigentlich rundherum und hat ganz viele Funktionen, da kommen wir nachher dazu. Und dann eigentlich der Konzertsaal. Im Obergeschoss dasselbe, man kommt vorne. Im Konzertfoyer gibt es Erweiterungen für die Besucher, Toilettenanlagen, Klangraum. Man geht weiter, es hat eben ganz nah sind ist die Notenbibliothek, es hat Backstage-Container, die man mitnutzen kann. Und dann oben der Rangchor und Balkon. Dann in den Obergeschossen, wie gesagt, Einspielzimmer und die ganze Administration. Das war vorher an der Tonhalle am See ganz verstreut und hier ist alles zentral beieinander. Das ist eigentlich sehr vorteilhaft, jetzt merken Sie das. Dann, man geht eben so rein, man kommt in die alte Industrie, das ist ein altes Lager, hier Zuschauergarderobe, geht rüber in die alte Härterei, hier wird dann auch verköstigt in der Pause vor dem Anlass, auf der Galerie, man kann in den Klangraum gehen. Es wurde alles mit der Denkmalpflege, in Absprache mit der Denkmalpflege, saniert, auch die Farbgebungen. Geht dann rüber oder hoch zu den Einspielzimmern. Das ist wirklich Backstage und das sind die ganzen Einspielzimmer. Und wenn man dann vor Ort ist und die Leute spielen sich ein vor dem Anlass oder untertags, dann ist das ganze Magareal ein anderes. Man hört überall diese klassische Musik, quer durcheinander. Es ist wirklich schön, das zu erleben. Weil die alte Industriehalle ist wirklich überhaupt nicht schall isoliert. Man hört alles. Die Vorinvestitionen, wie erwähnt, das ist eigentlich wie das war wie das Schwierigste. Wie bereiten wir eigentlich den Bau vor für die Nutzung? Zuerst mal war wichtig die Schallentkopplung. Wir haben 2 Konzerthäuser quasi nebeneinander, die Music Hall und die Tonhalle Mark, die parallel funktionieren müssen. Wir hatten dann auch solche Geräte am Laufen, ein bisschen größer, um den Körperschall zu messen. Gott sei Dank haben wir eine Decke, die ist 1,5 Meter dick und die Schallübertragung hört dann ziemlich schnell auf. Also für den Körperschall. Dann, wir mussten aber alles dann wirklich trennen. Die alten Gebäude eigentlich, die nicht unter Schutz sind, die Hallen. Dann die Lüftungsanlage, die wurde vorbereitet. Das heißt, die wurde speziell gelagert, dass auch da kein Körperschall stattfindet. Dann mussten wir einen stützenfreien Großraum schaffen zuerst mal und dann eben die Anhebung vom Dach. Wir haben dann zusammen sehr lange gewährleistet und irgendwann waren wir ganz mutig und haben gesagt, wir heben es einfach an. Bewilligt war es noch nicht. Und am Tag, bevor wir wirklich das aufgerichtet haben, kam die Bewilligung dann noch von der Stadt Zürich. Eben diese Halle sah so aus, bevor wir angefangen haben, das umzubauen. Dann hat man wirklich alles zurückgebaut, stand frei. Man sieht, wie nahe die Wohnbauten dahinter sind. Das ist wirklich extrem nahe. Hat die Gebäudehülle stehen lassen.
Sie sind Unmengen an Betonmischer reingefahren. Man hat hier über 50 Meter, 11 Meter hoch eine Betonwand erstellt, 30 cm stark, im Abstand von 2,40 Meter zur Music Hall, dass wirklich ein Schallpuffer stattfindet. Darüber dann wirklich diese Träger im alten Raster von der Industrie. Das heißt, das Grundmaß auch vom Konzertsaal kommt vom Grundbau, von der Industrie, 3,22 Meter. Und das sind HEB-Träger, die spannen, glaube ich, über 25 Meter, sind überhöht. Man sieht hier der Raster und dann die Betonwand rüber zum Music Hall. Darauf sind dann auch schon wieder ganz einfache Vollholzfichtenelemente schon vorbereitet für später. Und so ging das eigentlich in eine Zwischennutzung, bis klar war, dass die Turnhalle Mark wirklich kommt. Was man sieht, ist da oben, das sind die Lüftungszu- und Ablässe. Man hat mal provisorisch hat man hier die Luftzuluft über Textilschläuche gelöst und zentral die Abluft. Heute funktioniert hier drüber auch die Abluft, aber doppelt so groß. Das heißt, die Zuluft wurde unten abgehängt und ging dann über den Boden, sehen wir danach. Und hier haben wir zentral, dass wir eben keine Geräusche haben mit der Geschwindigkeit, das quasi den Querschnitt verdoppelt und so konnten wir das lösen. So alles vorbereitet, ein Wagnis, eine Vorinvestition, die die Turnhallengesellschaft getätigt hat. Das sind genau die 1,6 Millionen, die die Stadt dann schlussendlich bezahlt hat. Hier die Lüftungszentrale, ein Monoblock ist 34 Meter lang, 5 Meter hoch, 2,5 Meter tief, einer und es sind zwei. Konzertsaal, wir haben für die Abstimmungen ein Modell gebaut, das wurde dann auch wirklich so gebaut, bis auf die grünen Stühle. Man sieht schön den Umraum, wie das reingebaut wird, ganz unprätentiös, ehrlich, 1:1, einfach Stahl, Holz, Fichte und dann möbliert. Den Umraum, wo heute alle durchgehen in den Konzertsaal, man sieht, wie es gemacht ist, es ist eng. Es ist eigentlich, fehlt ein bisschen Platz, aber man musste für die kurze Zeit muss man einfach das Maximum rausholen. Das ist der Konzertsaal. Es hat eben viel Umraum, viele, viele Fluchtwege. Das Ganze entspricht natürlich den neuesten feuerpolizeilichen Vorschriften, die Entrauchung, alles funktioniert. Es hat aber rundherum hat es auch Lager, es hat die Regie, Musik, also Tonregie und Lichtregie, die Tontechnik ist wichtig, kleine Stuhllager vor Ort, die Hinterbühne mit einer Hebebühne, die runtergeht in den Untergrund. Unten hat es gerade nochmals so viel Platz eben für Stuhllager und Instrumentenlager. Und die Inspizienz ist ganz wichtig, mit immer Blick auf die Bühne. Da wird eigentlich alles geregelt, die ganzen Auftritte, Abtritte. Im Obergeschoss wieder viele Fluchtwege, die Lüftung. Und unten dran die Lüftungszentrale, die Hebebühne und das Instrumentenlager. Eben die Bestuhlungsvariation ist so, und normalerweise haben wir im Parterre mit der Anordnung, die jetzt eigentlich mehrheitlich da ist, 784 Plätze. Oben im Balkonrang im Chor 440 Sitzplätze, also 1224. Aber weil alles mobil ist, man kann alles umschrauben, die Bühne kleiner machen, es ist alles frei, einrichtbar, könnte man bis fast 1400 Leute reinbringen mit einer kleineren Bühne für ein kleines Ensemble. Oder dann, wenn man in der Mitte ein Kammerorchester macht, kann man rundherum auch fast mit 1400 Leuten zusehen. Das ist, glaube ich, jetzt für nächsten Sommer geplant, möchte man das einmal machen. Mal schauen, wie das dann wirkt. Das ist wirklich dieser zentrale Raum, diese Schuhschachtel, die wir hier gemacht haben, wo man von überall eigentlich dann auf die Bühne sieht und den Einblick hat. So, genau. Zur Klanggestaltung. Nächste Folie bitte. Wie kommt der Schall denn zum Zuhörer? Das werden wir immer wieder gefragt in einem Konzertsaal. Sie sehen in diesem Bild, in dieser Darstellung, einen Konzertflügel auf dem Podium. Und Sie sehen einen Raum mit
den Zuhörern. Oben in dem Diagramm rechts ist dargestellt die Energie, auf der Y-Achse, auf der X-Achse die Zeit. Sie sehen also die Schallenergie über der Zeit aufgetragen. Der Direktschall ist die erste Wellenfront, die auf dem kürzesten Wege zu Ihrem Ohr kommt, mit D dargestellt. Danach kommen frühe Reflexionen, das sind die Reflexionen, die durch Wand- oder Deckenflächen dann an Ihr Ohr gelangen. Allerdings abgeschwächt im Vergleich zum Direktschall, weil Schallenergie bei der Reflexion verloren geht. Der Rest ist der Nachhall, der durch das Raumvolumen und durch Mehrfachreflexionen von Wand und Decke irgendwann mal zufällig an Ihr Ohr gelangt. Bitte weiter. Genau in diesem Zusammenhang prüfen wir dann auch die Direktschallversorgung. Wir bauen uns dann ein Modell, ein akustisches Modell, in dem wir uns an verschiedenen Stellen in den Saal setzen können und überprüfen die Sichtlinien. Warum überprüfen wir die Sichtlinien? Weil, was ich gut sehen kann, kann ich auch gut hören. Das heißt also, wenn ich einen guten Blick von meinem Platz auf das Podium bekomme, kann ich mir sicher sein, dass ich eine relativ gute Direktschallversorgung habe. Das ist in den vorderen Reihen bei einem eben bestuhlten Parkett relativ einfach. Wenn man weiter nach hinten kommt, bitte das nächste Bild, sieht man, das wird schon etwas schlechter, ist aber immer noch eigentlich ganz in Ordnung, hat auch etwas mit der Podiumshöhe zu tun. Im weiter hinterliegenden Bereich sieht man schon relativ viele Köpfe dann vor sich. Da wäre es natürlich sicherlich wünschenswert, wenn die Podiumshöhe noch etwas höher wäre, aber trotzdem noch akzeptabel. Bitte das nächste. Im hinteren Balkon ist jetzt hier die Sichtlinie für das Podium dargestellt und da ist es die hinterste Reihe und Sie sehen komplett auf das volle Podium. Das heißt, Sie haben eine sehr gute Direktschallversorgung, also wenn Sie mal Karten in der Tonhalle auswählen wollen, Sie können ganz beruhigt auch im letzten Rang, im letzten Platz eine Karte buchen. Sind sehr schöne Plätze, kann man Ihnen empfehlen. Im Chorbalkon, bitte die nächste Folie, ist es ähnlich. Allerdings sind Sie natürlich relativ nah am Podium, deswegen sehen Sie einen Teil von den Musikern nicht. Sie hören sie zwar, aber ist natürlich aufgrund der Gegebenheiten nicht ganz so schön wie im hinteren Balkon. Allerdings trotzdem interessant, ein Konzert auch mal vom Chorbalkon sich anzuhören. Man sieht mal, wie die Musiker arbeiten und man kann auch mal dem Dirigenten direkt ins Gesicht schauen. Das Gleiche machen wir auch für den Seitenrang, um zu testen, ob die Brüstungen ausreichend niedrig sind, ob man Zusatzmaßnahmen treffen kann, um auch für die Seitenplätze günstige Sichtverhältnisse auf das Podium zu generieren. Ein weiterer Punkt ist die Schallversorgung des Orchesters selbst. Das sind wir im vorliegenden Fall, sehen Sie das Podium im Schnitt dargestellt, eine Sendeposition im vorderen Podiumsbereich. Und dort haben wir konvex gewölbte Reflektoren angeordnet, die, wie Sie sehen, den Schall auffächern, diffus streuen, sodass im Endeffekt eine gute Schallversorgung sämtlicher Musiker ist und das gegenseitige Hören relativ gut möglich ist auf dem Podium. Das kann man auch für andere Positionen auf dem Podium darstellen. Im hinteren Bereich, und man sieht eine relativ gute Überdeckung der Schallreflexionen auf dem Podium. Im Querschnitt sieht man, dass man auch hier, da haben wir die seitlichen Reflektoren sehr stark eingedreht, um 25 Grad nach unten gedrückt, um auch die Verständigung von weit auseinandersitzenden Musikern über diese Reflektoren zu ermöglichen. Auch für die Brüstungen haben wir uns schräg verlaufende Brüstungsflächen überlegt, um genau das Gleiche in ähnlicher Weise zu generieren, dass die Schallreflexionen immer wieder zu den Musikern nach unten kommen. So erreicht man eine relativ gleichmäßige Schallversorgung, auch wieder eine Schallquelle auf dem Podium dargestellt mit den Reflektoren im Podiumsbereich und das sieht man auch für unterschiedliche Schallquellen. Im nächsten Bild haben wir eigentlich immer eine sehr gute Schallversorgung des Podiums, was das gegenseitige Hören auf dem Podium relativ gut ermöglicht. Wie erfolgt das jetzt für die Zuhörer? In ähnlicher Weise, Sie sehen jetzt die Deckenreflektoren im Podiumsbereich konvex gewölbt, aus Kostengründen für den restlichen Saalbereich in ebener Form, aber immer mit unterschiedlichen Winkeln und so eingestellt, dass möglichst von den Schallquellen, also von den Musikern auf dem Podium, schöne Reflexionen, kräftige Reflexionen und möglichst lückenlos auf die Zuhörer kommen.
Das kann man auch wieder für verschiedene Positionen dann testen. Man sieht, dass es eigentlich eine sehr gute Überdeckung der Zuhörer mit Schallreflexionen von den einzelnen Reflektoren kommt. Auch für einen Bereich im hinteren Podium kann man sowas dann relativ gut zeigen. Kommen wir zu den raumakustisch relevanten Oberflächen. Wir beginnen mit dem Boden. Sie sehen als nächstes ein Loch im Rohfußboden. Da schaut schon ein Schalldämpfer raus. Wenn man die nächste Folie anschaut, sehen Sie, dass das in Saallängsachse in der Mitte relativ viele Löcher sind. Und im nächsten Bild sehen Sie, was darunter angeordnet ist, nämlich eine sogenannte Schalldämpferparade, die dafür sorgt, dass die Zuluft ausreichend von den Schalldruckpegeln der Ventilatoren reduziert wird. Und im nächsten Bild sehen Sie, wie dann die Luft in den Druckboden, in das Plenum kommt. Da wurden Textilschläuche an diese Bohrungen angeschlossen. Die sollen gleichmäßig die Luft in dieses Plenum bringen und werden dann im nächsten Bild über den gelochten Fußboden in den Raum gebracht mit relativ geringen Geschwindigkeiten und damit eigentlich auch mit relativ geringen Schalldruckpegeln. Eine Quellluft. Im nächsten Bild sehen Sie nochmal einen Überblick über diesen Fußbodenaufbau, Längsachse mit den Zuluftvorrichtungen, die dann links und rechts verteilt werden und der Boden, der dann installiert wurde. Solche Böden messen wir auch in den Hallräumen, um festzustellen, welche Schallabsorption damit verbunden ist. Sie sehen also hier in unserem Hallraum einen gelochten Fußboden eingebaut. In dem Diagramm unten rechts sehen Sie die Frequenzskala und den Schallabsorptionsgrad, der zwischen 0 und 1 rangiert. Und hier kann man erkennen, dass so ein aufgeständeter, gelochter Fußboden doch eine nennenswerte Schallabsorption im tiefen Frequenzbereich verursacht, was bei uns in der Kalkulation mit eingerechnet werden muss. So, und im nächsten Bild sieht man die einzige Abluftöffnung in der Seitenwand oben im Galeriebereich. Wir haben natürlich auch für die Zu- und Abluftgeräusche entsprechende Anforderungen. Da gibt es zum einen mal diesen Einzahlwert von 25 dBA und es gibt eine zusätzliche Anforderung, die wir an den dem Fall unbewerteten Pegel stellen. Das ist das Diagramm. Sie sehen wieder auch die Frequenzskala auf der X-Achse, auf der Y-Achse den unbewerteten Schalldruckpegel, also nicht A bewertet. Im Endeffekt sehen Sie also hier eine inverse A-Kurve. Man kann so sagen, das Ohr ist bei tiefen Frequenzen deutlich weniger empfindlich als bei mittleren und hohen Frequenzen. Beispielsweise ist das Ohr bei 63 Hertz um 26 dB weniger empfindlich als bei 3000 Hertz. Und das stellt im Prinzip sicher diese Anforderung, dass wir bei keiner Frequenz ein Störgeräusch bekommen, was über diese Grenzkurve herausgeht und dann unter Umständen zwar den Einzahlwert erfüllen würde, aber dennoch sehr störend wäre. Gut, das nächste. Bei den Wänden sehen Sie im nächsten Bild den Grundriss und Sie haben vorhin schon wahrscheinlich erkannt, die Wände sind so strukturiert, dass sie vom Podium aus trichterförmig in Richtung des Zuschauerraumes verlaufen und sich dann ab einem gewissen Punkt drehen. Grund hierfür ist, wir wollen den Schall auch wieder zum Zuhörer bringen und nach dem Drehen auch wieder eindrehen, sodass Schallreflexionen möglichst zu den Zuhörern kommen. Deswegen dreht man die irgendwann mal um. Und genauso ist diese Struktur entstanden. Man sieht das jetzt hier nochmal auf dem Bild. Sie haben ja vorne auch noch ein kleines Handmuster, was Sie sehen können. Wir haben die Wände ausreichend schwer gemacht, um Schallreflexionen über den gesamten Frequenzbereich zu ermöglichen. Und mit dieser Struktur haben wir es erzielt, dass auch eine gewisse Räumlichkeit durch Schallreflexionen von den Wänden erzielt werden kann. Im nächsten Bild sieht man, wie das Raumhoch dann mal am Anfang eingebracht wurde. Nächstes Bild. Vorteil dieser Umgänge, dieser Erschließungsräume und Nebenräume um den Saal war natürlich auch, dass wir einen relativ guten Schallschutz für den Konzertsaal zu den Außenräumen oder zu dem Freibereich erzielen konnten. Das hilft uns. Auch im Obergeschossbereich haben wir im Endeffekt umlaufend immer Räume, die uns einen Puffer nach außen generieren. Bei der Decke kann man im Prinzip sagen, haben wir diese konvex gewölbten Reflektoren auch mit einem relativ hohen Flächengewicht eingebaut im Podiumsbereich, die sehr stark strukturiert und mit unterschiedlichen Winkeln vorgesehen sind. Und im Überblick sieht man im nächsten Bild dann nochmal diesen Reflektorenhimmel
im Konzertsaal. Auch das Orchesterpodium ist eine sehr wichtige Kenngröße bei der Entwicklung eines Konzertsaales. Wir haben uns auf eine Höhe des Podiums von 93 cm geeignet. Man kann im Endeffekt zwischen 90 cm und auch 1,20 m variieren. Das ist aber immer ein Kompromiss zwischen, wie gut kann ich dann die Sichtlinien im Saal generieren und habe ich im vorderen Konzertsaalbereich sogenannte Rasiersesselsitze. Wenn Sie also an einem vorderen Bereich sitzen, wo das Podium 1,20 m ist, ist es schon schwierig, im Endeffekt den Überblick über das ganze Orchester zu wahren. Wir haben uns auf eine Podiumshöhe von 93 cm geeinigt und die Podesterie auf 24 cm. Wir sehen jetzt im nächsten Bild das leere Podium mit dieser Staffelung. Im nächsten Bild dann ein mit dem Orchester belegtes Podium, vorne mit den Streichern, den Holz- und den Blechinstrumenten und dem Schlagwerk im hinteren Bereich. Weiter noch bitte. Da sehen wir jetzt hinten also die letzten Stufen, wo die Holzbläser situiert sind, die Harfe, und im hinteren Bereich die Blechbläser mit dem Schlagwerk. Das nächste Bild zeigt nochmal den Kontrafagottisten auf der vorletzten Stufe. Und auch ein Chor für die 9. Sinfonie von Beethoven hat auch noch Platz bei der Eröffnungsfeier auf dem Podium gefunden. Mit etwa 60 oder 80 Choristen. Bestuhlung ist auch wieder ein sehr wichtiges Kriterium oder ein wichtiger Bestandteil im Konzertsaal. Wir haben hier eine relativ einfache Bestuhlung gewählt, relativ kostengünstig auch. Ein Klappstuhl, der auch im Balkonbereich an den Sitzstufen befestigt war, wie man im nächsten Bild sieht. Auch solche Bestuhlungen messen wir üblicherweise, wie man im nächsten Bild sieht, dann in unserem Hallraum, weil hier der Unterschied zwischen dem unbesetzten und besetzten Zustand für uns auch eine sehr wichtige Kenngröße darstellt. Die Zusammenarbeit hier war wirklich sehr eng. Das heißt, wir haben wirklich, also Architekt und Raumakustiker sitzen wirklich tagelang zusammen und wir suchen zusammen nach Lösungen. Wie kriegen wir das hin? Formal, dass es aufgeht, funktional, dass es aufgeht und immer unter der Prämisse, dass es dann auch gut klingt am Ende und dann auch bezahlbar ist jetzt in diesem Fall, oder? Und die Stühle, die man zuletzt gesehen hat, haben riesige Studien gemacht, was für Stühle, haben von Schweizern Anbietern alles Mögliche offerieren lassen. Am Schluss haben wir in Slowenien diesen Stuhl erhalten und für 120 Euro. Normalerweise kostet ein Konzertstuhl ab 500-600 Euro aufwärts. Und wir mussten also wirklich schauen, dass wir da mit kleinem Aufwand möglichst viel rausholen. Jetzt im Detail, das sind die Pläne von Biermin Jung, die Holzbaupläne. Man sieht hier, wie wir das an den Stahlbau befestigt haben, wirklich ganz einfach und ehrlich diese Überplattung aneinandergereiht haben und eigentlich dann dieses Spiel im Innenraum, wo dann wechselt an der Podiumskante, zeigen. Im Schnitt ist der Holzbauer ist mehr Stahlbauer hier gewesen. Man sieht das nachher im Detail. Hier die Holzbaupläne von Strabag aus Winterthur. Es war ein Glücksfall, war Strabag der günstigste Anbieter, weil kaum haben wir das vergeben, das ganze Paket, und das war das Hauptpaket mit über 1 Million Holzbau, ist das Holzplattenwerk Schilliger in Luzern abgebrannt. Und Strabag hat ein eigenes Werk in der Nähe von München und die können erst noch größere Platten machen. Und das war wirklich ein Glücksfall. Weil alle anderen haben Schilliger offeriert. Hier sieht man eben das Obergeschoss, dann wie das so ist bei uns. Es kommen dann die Pläne, die wir kontrollieren müssen, geht das alles auf. Der Unternehmer ist ganz ein wichtiger, dass er wirklich dann so arbeitet, so genau arbeitet, dass alles aufeinander kommt. Wir haben
Stunden verbracht, dann vor Ort noch. Es waren Holzfugen offen, weil die werden eingebaut. Also der normale Raum hat ja eine relative Feuchte von etwa 55% bei 24 Grad. Und auf der Baustelle ist es kalt und weniger Feuchte. Es war Frühling. Und dann sind die Platten eingebaut worden und die sind dann gerade geschrumpft und haben überall hat es so Risse gegeben, hat es aufgemacht und wir hatten einen Riesenschreck, dass wir jetzt einfach nicht mehr Reflexionsflächen hatten, sondern Absorptionsflächen. Und dann, die gingen dann zu. Jetzt ist gut. Hier die Treppen, alles vom Zimmermann gebaut. Die Schallabsorptionsflächen im Dach, Tiefschallabsorber, sind wichtig, habe ich gelernt. Wusste ich nicht. Nur an den Stirnseiten haben wir sie belegt. Auf der Seite könnte man sie noch belegen, wenn nötig. Und so sieht das, hat das ausgesehen, also dass man sieht, die Betonwand stand ja schon, dann hat man Löcher reingemacht in den Beton, wo dann später die ganzen Zugänge, Ausgänge, Fluchtwege sind. Hier oben dann die Abluft, nur noch Abluft. Und so geht das dann weiter. Man hat viel, viel Beton reingebaut, zusätzlich für die Sicherheit, weil die ganzen Treppenhäuser, die ganze RWA, Entrauchung, Zuluft, das muss alles in betonierten, sicheren Flächen sein. Dann kommt der Holzbau, es ist eine Stahlbeplankung quasi. Wir hatten ein Riesenplatzproblem in der Halle, alle gleichzeitig. Man musste das sehr gut koordinieren, dass man genug Raum hat. Und dann, wo das gröbste Holz verbaut war, war es eigentlich der Tanz der Hebebühnen über Monate, bis die ganze Decke installiert war. So geht das weiter. Jetzt die Decke, ich komme dann nachher nochmals dazu zu den Bildern der Baustelle. Hier die Deckenreflektoren, der Strabag. Das ist ja holzbautechnisch das einzige wirkliche spezielle Bauteil aus Fichtenholz. Und da hat Strabag, es ist ja doppelt gekrümmt mit einem Radius von 10 Meter, hat so eine Leere gebaut und darüber dann Schicht für Schicht, man hat das dann da, so dünne 9 mm Sperrholzplatten gelegt, gepresst, geleimt, gepresst, geleimt, bis dann eben so ein Deckenpanel rausgekommen ist. Also ein Deckenpanel hatte eine Herstellungszeit von, ich glaube, 4 Tagen, bis das fertig war. Was haben wir verbaut? Eben, wir haben nordische Fichte genommen, Klasse BC. Nordisch, weil sie nicht so viele Äste hat. Sie ist langsam gewachsen. Wir haben 94 Tonnen verbaut von den Platten oder 184 Kubik. Eben der sekundäre Holzbau, das sind eigentlich der Chor und der Rang. Nochmals 30 Tonnen Holz. Dann viele, viele Lamellen, 2,5 Kilometer für die Schallabsorption. Die Plattengrößen sind eigentlich recht groß, aber nicht ganz so groß, dass sie noch in die Halle reingehen. Das heißt, das war das Maß der Dinge. Dann die Deckenreflektoren 70 total, davon 24 konvex, 46 flach, Plattengrößen da, 220 x 220, 250 Kilo, einfach aufgehängt an Ketten. Das heißt, wenn man sie verstellen will, muss man hoch mit dem Genie, das ist eine kleine Hebebühne, und das einstellen. Wir haben es, glaube ich, einmal nachjustiert oder möchten es noch machen und das geht dann aber. Dann eben 70 Tonnen Stahl, 300 Tonnen Beton und 27.000 Meter Kabel. Die Lüftung, 42 Schrägbohrungen, die sind jetzt schräg durch den Beton für den Lüftungsdruckboden und von dort eben die 2,5 Millionen abgerundet Löcher. Und dann eben haben wir eine Lüftungsleistung von 44.000 Kubik. Das ist recht viel Luft, die wir da rein tun. Wir müssen das auch machen. Das Klima muss immer konstant sein in dem Raum, für die Zuschauer, aber auch für die Instrumente. Im Winter werden wir pro Stunde etwa 412 Liter Wasser für die Befeuchtung verwenden und im Sommer entfeuchten wir. Das ist wirklich recht aufwendig, so eine Klimaanlage oder auch für ein Provisorium. Der Bauprozess vom 15. Januar, Baustart, bis zum 7. Juli 2017. So hat die Halle
ausgesehen, wo wir sie übernommen haben. Das war der Spatenstich mit der Bauerschaft. Dann geht es eigentlich gerade los mit den Bohrungen. Das hat nicht aufgehört mit diesen 42 Bohrungen im Boden. Bohrungen, Bohrungen, Bohrungen. Und dann kam dann hinten langsam der Baumeister dazu und hat angefangen, die Hinterbühne zu betonieren. Man sieht hier da hinten die Zuluftöffnungen, die haben wir damals schon eingebaut in 2015 für die RWA, für die Entrauchung. Das geht dann hier unter die Hinterbühne, geht links, rechts weg. Dann in den Konzertsaal später, man sieht hinten schon langsam den Umgang, oben der entsteht, den wir betonieren müssen aus brandschutztechnischen Sicherheitsüberlegungen. Hier sieht man eben die Hinterbühne, hier der Abgang für die Hebebühne in das Untergeschoss. Da können zwei Klavierflügel gleichzeitig hoch und runter fahren. Ein Hub von doch 6 Meter. Geht das runter, jetzt kommt der Stahl. Es ist eng, der Baumeister ist da, der Stahlbauer ist da. Jetzt kommt der Holzbauer noch dazu. Man fängt eigentlich an, in der Wand, der Betonwand, die zu belegen. Dann kommt der Stahl, der rauskriegt für die Ränge. Auch da ist massiver Stahl, der dann belegt wird, eingehängt mit Fertigelementen später. Hinten entsteht ein Fluchtsicherhaus, Treppensicher, mach Gott. Einfach für den Feuerpolizisten, dass er ruhig schläft. Und der Elektriker, der parallel arbeitet, es ist wirklich ein Bienenhaus. Die Wände gehen langsam zu. Da kommen die Ränge, die werden dann eingehängt. Der Chor entsteht, geht immer weiter. Das heißt, es ist alles, was reingebaut wird, ist gerade der Fertigbau. Das wird nicht mehr nachbearbeitet. Man muss aufpassen, dass wirklich nichts kaputt geht. Langsam im Chor kommt schon der fertige Bodenbelag rein, auch gelocht im Chor. Geht weiter, unten fängt man an mit dem Druckboden, hier die vielen Löcher, wo dann immer links, rechts reingehen. Hier die Aussparungen im Boden für weitere Hebebühnen, weil das ganze Bühnenpodest muss ja umgebaut werden, die Podesterie. Aber wenn es rausgeräumt ist, ist es im Druckboden verstaut. Lüftungsboden kommt langsam, oben der Parkett. Dann geht es weiter, das Paket kommt drauf, eben die Textilschläuche kommen rein, viele Kabel. Hier eigentlich rückwärts Schallabsorption hinter der Bühne ist wichtig, dass die Musiker nicht taub werden auf ihren eigenen Musik. Dann geht der Boden langsam zu. Es kommen Geländer, die Stühle werden dann verschraubt, man kann die wirklich ganz einfach verschrauben und dann wieder wegnehmen. Oben wird weitergebaut, das war dann schon Anfang Juli, man musste fertig werden. Hier die Bühne noch ziemlich fleckig, die musste dann noch nachbearbeitet werden. Das war eine Fehllieferung, ganz verschiedene Hölzer. Hier sieht man eigentlich da, das sind die richtigen Hölzer, weil das sind die Hebebühnen. Wenn man hier Klavier hat, kann man die flach machen und einfach nach hinten fahren. Oder da nach unten fahren, wenn ein Fremdorchester kommt. Ja, so war es dann am 7. Juli. Genau, das Spannende war dann natürlich die ersten Messungen. Im leeren Saal, bestuhlt. Und da waren wir tatsächlich sehr angespannt und waren auf das Ergebnis richtig erfreut, dass wir so eine schöne Nachhaltigkeitskurve bekommen haben. Wir sehen auch hier wieder die Frequenzen, die Oktavbänder von 125 bis 4 kHz und die Nachhaltigkeit, die rangiert im unbesetzten bestuhlten Saal zwischen 2,1 und 2,2 Sekunden, fällt im Frequenzbereich bei 4 kHz wegen der Luftabsorption etwas ab, aber ein sehr schöner Nachhaltigkeitsverlauf
Man sieht auch schon den Einfluss von der Bestuhlung auf dem Podium, was uns dann doch wieder ein Zehntel an Nachhallzeit kostet. Damit wir wissen, wie im Endeffekt auch die Nachhallzeit sich im besetzten Zustand darstellt, haben wir Anfang September 3 Probekonzerte anberaumt, bei der der Saal zu 75% belegt war. Und Sie sehen jetzt hier wieder die Nachhallzeit im unbesetzten bestuhlten Zustand im Vergleich zu einem Dreiviertel besetzten Saal. Und Sie sehen, dass die Nachhallzeit um etwa 0,4 bis 0,5 Sekunden abfällt, aber ein sehr schöner, gleichmäßiger, linearer Nachhallzeitverlauf generiert werden kann, wären wir eigentlich sehr zufrieden, auch im besetzten Zustand für so einen Saal. Allerdings haben wir in dem Saal noch eine Nachhallverlängerungsanlage eingebaut, die wir bei einem zweiten Probekonzert auch im besetzten Zustand dann testen konnten. Und auch wieder mit 900 Schülern wurde im Endeffekt in ein Programm die Nachhallzeitmessung eingebaut. Und das Ergebnis sehen Sie jetzt hier, auch wieder die bekannte lila Kurve für den unbesetzten bestuhlten Saal und jetzt die Nachhallzeit in Verbindung mit einer Nachhallverlängerungsanlage, so dass es relativ gut den unbesetzten Zustand trifft und wir einen sehr schönen, gleichmäßigen Nachhallzeitverlauf bekommen, etwas mit Anhebung zu tiefen Frequenzen, um dem Raum etwas Wärme zu geben. So, ja, dann freuen wir uns eigentlich, dass wir zusammen mit dem Architekten einen sehr schönen raumakustischen Saal hinbekommen haben. Ich gebe dann zurück an Sie. So, das ist, jetzt kommen die schönen Bilder vom Profifotografen, die wir von Hannes Hens machen lassen haben, für die Pressearbeiten. Man sieht hier den fertigen Saal jetzt, auch hier hinten ist es jetzt fertig geworden. Und man sieht eigentlich schön, wie das alles zusammenkommt. Wie auch einem ganz einfachen Material doch eine Eleganz entstehen kann, durch Formgebung, durch Flächen in Kombination eigentlich mit der Nutzung. Also man geht dann da rein und erwartet das eigentlich gar nicht. Das sind so die ersten Reaktionen dann von den Zuschauern, Besuchern. Die waren dann ziemlich so, gehen durch die Industrie rein und kommen dann eigentlich in diesen perfekten Saal, da, wo alles aufeinander passt. Und draußen ist diese doch sehr einfache Industrie, wo ziemlich rough daherkommt. Und innen drin ist alles so wirklich perfekt gemacht. Man sieht, dass das aufeinander kommt. Man sieht, das Podium ist jetzt neu geölt. Es ist nicht mehr so bunt. Die ersten Reaktionen, das Wichtigste ist die Reaktion eigentlich vom Orchester. Das Orchester selbst ist eigentlich recht angetan vom Saal. Sie sind sehr überrascht, dass das so gut kommt. Sie spielen gern. Sie müssen aber anders spielen wie in der Tonhalle am See. Sie müssen viel genauer spielen, weil jeder Fehler wird eins zu eins zurückgeworfen. Man hört das auch wirklich alles in dem Saal. Und es ist eine Chance eigentlich für das Orchester, hier 3 Jahre zu spielen, um sich selber zu verbessern und genau zu spielen. Sie müssen wirklich aufeinander hören. Es war ganz am Anfang waren 2 Querflöten, die nicht synchron waren. Das hat schrecklich geflattert. Man hört wirklich alles, oder? Und dann die Presse, wo auch überrascht war. Der Herr Müller, groß in Szene, hat auch wirklich, war also bis nach München, wo jetzt auch eine Ausweichspielstätte entsteht. Die Presse rund um München war aber auch sehr interessiert daran, wie es die Zürcher jetzt gelöst haben. Dann, und nach 3 Jahren ist eigentlich Schluss, da geht das Orchester zurück, ganz sicher, außer es gibt Verzögerungen, aus was für Gründen auch immer. Könnte vielleicht noch ein 4. Jahr kommen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit oder größter Wahrscheinlichkeit gehen sie nach 3 Jahren zurück. Man sieht hier den
also den Bebauungsplan Magareal Plus. Das war von Diener und Diener gewonnen nach der Jahrtausendwende. Hier ist das, sieht man unser Block und das ist ein Neubau, wo dann irgendwann mal kommt und die Grundeigentümer, die hier oben sitzen, im 34. Stock, die überlegen sich jetzt wirklich, wie können wir diesen Saal behalten. Und daran ist die Turnhalle-Gesellschaft dran, Lösung zu suchen. Der Grundeigentümer bietet noch Hand, aber es kann, wie so immer, kann es sein, dass dann einfach nach 3 Jahren Schluss ist, dass dann hier diese Lichtstraße wirklich realisiert wird und hier ein Neubau entsteht. Und dann ist es fertig. Mit dem Saal, das macht nichts, er ist so gebaut, dass man ihn zurückbauen kann. Ob man ihn in einen anderen Saal hineinbauen kann, wahrscheinlich nicht, weil der Raster würde nicht stimmen. Das heißt, man müsste auf der grünen Wiese wahrscheinlich eine Halle bauen in dem Raster und den Saal hineintun. Kann man ja auch. Aber dann 2 Meter höher. Genau. Gut, jetzt gibt es noch einen Film mit Musik. Ja, ein tosender Applaus für unsere beiden Referenten. Das war ein hochinteressanter, wahnsinnig gut vorbereiteter Vortrag. Harald Wechsel, Michael Wahl, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja das Glück, dass auch Karl-Heinz Müller hier ist und eben noch Fragen beantwortet aus dem Publikum, damit das Publikum ein bisschen aufwärmen kann. Vielleicht die erste Frage von mir. Sie haben ja schon einige Konzertsäle auch begleitet. Was hat vielleicht jetzt genau dieser Konzertsaal, was macht ihn speziell oder was war die besondere Herausforderung, was war anders gegenüber anderen Projekten, die Sie auch schon gemacht haben? Oh, ich glaube, das Besondere an dem Raum war, dass man natürlich von einem sehr guten und einem berühmten Saal in ein Ausweichquartier umzieht. Und am Anfang waren alle der Meinung, soll ja nur ein Ausweichquartier sein. Ach, das kriegen wir schon ganz einfach hin. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass ein Orchester da 3 Jahre überwintern muss und sollte ja nicht seine Qualität verlieren. Also sind mit jeder Besprechung sind die Ansprüche etwas nach oben geschraubt worden. Und zuletzt dieses, es muss mindestens genauso gut sein wie die alte Tonhalle. Wir wollen das gar nicht vergleichen, weil es ist ein anderer Klang, aber dafür haben wir es, glaube ich, sehr gut hingekriegt und das war sozusagen die einmalige Herausforderung, dass man ein Orchester umziehen lässt in ein Ausweichquartier, das trotzdem sehr gute Funktionen und sehr gute akustische Klangbilder erzeugt für Publikum und fürs Orchester. 2 weitere Fragen aus dem Publikum. Vielleicht einfach laut fragen, ist am einfachsten. Ja, bitte sehr. Ja, Tonhalle Mark jetzt mit dem Original verglichen, mit Volumen und so, wo sind dann jetzt akustisch eine andere Nachhaltzeit? Oder wie ist diese Vergleiche? Das Wichtigste war eigentlich, das
die Architekten und mein Kollege ja wunderbar gezeigt, dass wir eben nicht das ganze Volumen erreichen konnten. Wir hätten gerne den Saal 2,5 Meter höher gebaut. Dann wäre es fast 1:1 das gleiche Raumvolumen. Das Raumvolumen ist etwas kleiner im Vergleich zur Originaltonhalle. Dafür haben wir nahezu nur reflektierende Flächen. Also alle Flächen sind relativ schallhart. Wir haben nur hinterm Orchester wegen der lauten Instrumente, wegen der Hörner etwas Absorption und auf der anderen Seite, um Reflexionen aufs Podium zurück etwas zu unterdrücken. Ansonsten ist alles reflektierend. Wir sind dann in die Schwierigkeit gekommen, wenn Sie die Decke genau nochmal anschauen, man könnte natürlich sagen, warum habt ihr nicht einfach gerade einen Deckel drüber gemacht? Das wäre eigentlich durchaus auch möglich gewesen. Wir wollten die Decke extrem auflösen. Also wenn Sie die Decke genau anschauen, dieses Spiel der Reflektoren, und wir haben viele, viele Decken hier untersucht, ganz schnell, Frau Zumbrunnen hat manchmal gelitten, wenn wir wieder eine neue Decke vorgeschlagen haben und haben gesagt, könnte man es so machen, könnte man es das, könnte man es ein bisschen anders ändern. Wichtig an der Decke ist, dass sie einerseits die klaren Reflexionen liefert, aber andererseits den Klang etwas verwirbelt. Also sie sind ja Zwischenräume, ganz große Zwischenräume da, sodass die obere Decke, die nicht sichtbar Anthrazit gestrichene dunkle Decke, auch noch mitspielen kann. Also wir haben im Grunde genommen zwei Deckenebenen, damit der Klang weicher wird durch das fehlende Volumen, weil sonst wäre es zu hart geworden, zu kräftig geworden, zu stringent geworden. Und diese Deckenelemente lösen eigentlich den Klang sehr gut auf und schaffen einerseits gerade viel Nachhall noch, aber andererseits auch eine hohe Diffusität, sodass der Klang nicht zu hart wird. Wenn man zum Beispiel das Parkhaus in Luzern anschaut, ist es noch viel höher, aber wahrscheinlich etwas schmäler von der Seine. Ist die Raumhöhe oder ist das nur das Volumen? Das KKL in Luzern ist etwa 2 Meter schmäler, ich glaube 2 Meter ist es etwa, oder 2,5 Meter, aber ist deutlich höher natürlich, ist viel höher, ist glaube ich ja fast 16 Meter hoch und hat dazwischen dafür wiederum diesen riesen Reflektor, damit die Raumhöhe auch wieder überspielt werden kann im Bereich des Podiums. Dort können Sie natürlich noch mehr Nachhall machen, manchmal zu viel, dafür macht man dann die Kammern auf, die ja heute mehr Absorptionskammern wie Reflexionskammern sind. Man hat eigentlich geglaubt, man macht es zur Reflexion. In Wirklichkeit verwendet man sie ja, darum hängen ja auch Vorhänge drin, zur Absorption. Man macht es auf, damit Schallenergie etwas entzogen wird. Das haben wir hier überhaupt nicht nötig, weil wir hier auf der kleineren Seite sind. Die Ausführung spannend. Also, ein Teil der Lautsprecher haben wir bereits wieder abgebaut. Sie sehen, also im Hinterbereich ist alles wieder weg, weil wir doch versucht haben, in der Planung und auch in der Bauleitung zusammen immer wieder alle Flächen reflektierend zu machen, damit wir mit dem Nachhall so hoch kommen, wie es überhaupt nur technisch, eigentlich physikalisch, akustisch möglich ist. Und das haben wir auch geschafft. Niemand hat uns zugetraut, dass wir über 2 Sekunden kommen. Also das ist schon bei dem Raumvolumen und Platzzahl eigentlich ein kleines Wunder, das wir gemeinsam dort erkämpft haben, sodass das Nachhallsystem eigentlich bei weitem nicht die Bedeutung hat, die wir es ursprünglich vorgeschlagen haben. Wir haben gesagt, Ersatzspielstätte kann man auch mit einer Nachhallanlage spielen, die wird man dann dauernd einstellen und die läuft halt immer, wie es in anderen Häusern auch ist. Ich glaube, auch hier Opernhaus verwendet temporär also Nachhallanlage. Hier ist jetzt so, alle Proben, alles was geprobt wird, für immer keinerlei Anlagen an. Die können vollkommen ohne die Nachhallanlage proben. Wenn voll besetzt ist, kann man etwas machen, aber man wird nie über den Nachhall gehen, den wir natürlich im leeren Saal haben. Wir sind weit drunter und das hat auch die Kurve, die Herr Walter gerade gezeigt hat,
dokumentiert. Wir bleiben unterhalb der Grenze des natürlichen Saals. Das Klangbild, das Sie bekommen, generiert der Saal. Also das Klangbild ist, ob Sie ein- oder ausschalten, vollkommen gleich. Können auch Proben ohne, die Proben immer ohne. Und das Klangbild, das Sie bekommen, ist gleich. Was hinzukommt bei voller Personenzahl, wenn also fast 1400 Personen drin sind, ist etwas, das Ausklingen. Wir machen nur was im Ausklangbereich. Und das ist einfach ein bisschen schöner dann. Sie werden, wenn es oft ist so am Anfang, wenn man ein- und ausschaltet, Sie merken das gar nicht. Das hat auch nichts mit Lautstärke zu tun, sondern die Erstreflexionen, also die ersten 100 Millisekunden sind natürlich. Und das war, glaube ich, das Ziel. Und ja, wir haben am Anfang vermutet, wir müssen die Nachhallanlage häufiger einsetzen. Und jetzt ist es so, dass sie eher selten eingesetzt. Man könnte es übrigens auch, also wenn man jetzt Studien betreibt, man könnte es jetzt umrechnen. Man könnte zum Beispiel das alte Volumen über A den Nachhall rechnen, wie viel dann die Nachhallanlage machen muss, damit man den gleichen Nachhall hätte wie wieder in der alten Tonhalle. Wollten wir nicht machen, ist auch nicht sinnvoll, denn die Musiker haben sich hervorragend auf die neue Situation und auf die neue Tonhalle Mark eingestellt und sind sogar froh, dass es ein kleines bisschen, gerade im tiefen Frequenzbereich, ein kleines bisschen trockener ist wie in der klassischen Tonhalle, weil sie ja oft, wenn sie auf Tournee gehen, in Hallen spielen müssen, die wesentlich unangenehmer noch sind. Und das ist für die ein gutes Training, also zu Hause. Ja, das hat, also am Anfang waren wir ein bisschen, haben wir gedacht, jetzt schauen wir mal die Reaktion an und in der Zwischenzeit lieben sie auch diesen Klang, sodass sie später auch, wenn sie wieder zurückgehen, sicher in der alten Tonhalle auch wieder viel Spaß haben werden. Sie haben ja gesagt, dass man eigentlich alles hört, das ist sehr durchsichtig. Das ist ja einerseits, klingt das fantastisch, aber beim Kakael hört man dann auch immer wieder von den Husten, dass es umgekehrt genauso ist. Das heißt, wenn jemand hustet, dann hat man das Gefühl, der hustet dann gerade über die Schulter. Ist das überhaupt gewollt? Das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben die Akustik als solches, weiß nicht, ob jetzt eine wunderschöne Flötistin Ihnen einen Ton schickt oder der Nachbar hinter Ihnen hustet. Also auch die gute Akustik kommt leider auch dem Husterer zugute. Also das kann man nicht ändern. Was man ändern könnte, ist vielleicht Taschentücher ausgeben. Ich wundere, manchmal gibt es dann Ricola in der Schweiz umsonst. Also das hilft auch manchmal ganz gut. Aber sagen wir mal, es ist so, das schwappt so aus dem Pop-Bereich rüber. Früher war es selbstverständlich, dass wenn man hustet, dass man Taschentuch hat. Das ist einfach verloren gegangen. Im Pop-Bereich spielt es keine Rolle, machen die 90 dBA, da hört man auch den Huster nicht. In klassischen Konzertsälen, wo die Töne nicht verstärkt werden, sollte man eigentlich beim Husten ein bisschen aufpassen. Gerade jetzt sind die also Wintersaison wieder. Aber ich kann Ihnen verraten, Sie müssen in neue Wembergsäle gehen, dann erleben Sie erst die Husterer. Okay, fahren Sie mal nach Hamburg in die Elbphilharmonie. Da erleben Sie Momente, Konzerte für 10 Husterer. Ich bin sicher, dass irgendein moderner Komponist das einmal verwenden wird. Gut. Aber es ist leider so. Also wir können nicht umswitchen. Das vom Material würde ich es trennen. Also gehen wir auf die Raumform ein. Es ist natürlich schon so, eine Rechtecksaalform. Ich vermeide immer das Wort Schuhschachtel, weil das so ein bisschen abwertend ist. Eine rechteckige Saalform hat natürlich schon akustisch viele Vorteile. Einfach, weil sie haben viele Seitenwandreflexionen, die sehr früh kommen und damit sind sie räumlich umhüllt. Das ist so der Sprung wie früher Monoradio und dann plötzlich zum Stereo, wo man plötzlich Räumlichkeit hören konnte. Das Ähnliche macht auch der Rechtecksaal. Er liefert Ihnen einfach mehr Räumlichkeit
was moderne Weinbergsäle oft nicht können. Da sind sie halt, da müssen sie viel Direktschall leben. Also es kommt alles auf sie zu, aber der Raum macht eigentlich am Anfang wenig. Das ist ein Grundprinzip. Jetzt gibt es wieder andere, die behaupten, das ist selbstverständlich, weil ein Großteil dieser Musik für solche Räume geschrieben wurde. Wenn man also zurückgeht in das 19. Jahrhundert, sieht man halt, alle großen Komponisten haben eigentlich für Rechteckräume ihre Kompositionen geschrieben. Also kommt eigentlich das Rechteck der Musik auch sehr entgegen. Wenn Sie die alten Räume Haydns nehmen, Esterházy oder Mozart oder auch hier Tonhalle, ist letztendlich im Grundprinzip ein Rechteck und dafür sind auch die meisten Musikstile geschrieben. Links die ersten, rechts die zweiten, also altdeutsche Aufstellung oder amerikanische mit Celli rechts, aber links immer die ersten und auch die Staffelung dahinter Holz, dann Blech und so weiter. Also das kommt natürlich in einem Rechteckraum sehr schön raus. Im Weinbergsaal muss man da viel mehr arbeiten und man wird nie ganz diesen Klang erreichen. Muss man dafür sagen, dafür sehe ich, ist ja optisch oft interessanter, der Weinberg. Also man muss wieder abwägen, was will ich. Ja gut, das wäre es mit der Fragerunde. Ganz herzlichen Dank nochmals, Herr Karl-Heinz Müller. Er ist hoffentlich noch ein bisschen hier am Apero. Für die Herren Referenten gibt es Weinflaschen abgepackt. Für Sie, liebe Gäste, gibt es Wein an der Theke. Sie haben sicher Lust, noch etwas zu trinken, anzustoßen und die Ausstellung zu erkundigen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch und kommen Sie wieder. Einen schönen Abend miteinander.